So, hallo und herzlich willkommen zu... Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Cut. Hallo und herzlich willkommen, Jenny on Games hier. Ihr seht, ein neues Spiel, denn Never Alone ist vorbei. Wir haben es letzte Woche geschafft. Und ich habe ein neues Spiel gefunden. Brothers, A Tale of Two Sons. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, worauf ich mich eingelassen habe. Wir schauen einfach mal. Ich freue mich, dass ihr auch wieder jetzt mit dabei seid. Okay. Spielen. Wir machen ein neues Spiel. Und gucken einfach mal. Nayi! Nayi! Da! Atta, Nayi! Atta! Ja, ich glaube mal, die beiden haben ihre Mutter verloren. Und den wir jetzt transportieren sollen, ist der Vater von den beiden. Und ich glaube, der ist krank, aber sicher bin ich mir nicht. Hilfe, Leute. Ich muss dazu sagen, es ist nicht so einfach, da ich beide Charaktere gleichzeitig steuere und irgendwie noch nicht den... Dreh raus habe, wie es läuft, wie ich es machen muss. Ja.
Oh mein Gott. Jetzt fahren wir da gleich runter, oder was? Ich muss gleich mal gucken. Irgendwie habe ich... Na? So. Ich muss mal eben ganz kurz die Steuerung angucken, weil ich es... Vor allem das Schöne ist, ist es wieder umgestellt. Okay, versuchen wir es mal. So hinzukriegen. Jetzt da bloß nicht runterfallen. So. Naja, so einigermaßen klappt das ja hier. Jetzt mach ich erst den einen fertig. Dann kommt der andere dazu.
Da wird uns einer den Weg versperren. Ha, wir müssen durchs Wasser. Eieiei. Bisayen, nai, mata, ha? Salila? Aha. So. Also. Also wir können uns jetzt, ich denke mal, dass man sich nur vorstellen kann, was die genau sagen. Es wird kein Untertitel oder so eingespielt, dann... Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich finde es ziemlich cool, denn so kann man sich selbst Gedanken drüber machen, was die einzelnen Charaktere sagen und so. Was mich immer noch ein bisschen verwirrt, dass ich beide gleichzeitig steuere. Und man ja eigentlich der rechten Taste grundsätzlich immer die Tastatur, also die Maus betätigt mit der rechten. Jetzt mit der rechten auch noch jemanden steuern soll, was man sonst eigentlich nicht macht, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es wird klappen, denke ich mir. Und bei dem Gespräch eben, das muss der Arzt gewesen sein. Der wird wohl gesagt haben, nee, ich kann für euren Vater oder sowas, es ist nichts tun. Und aber dann konnte er wohl doch noch was für uns tun. Er hat uns ja so eine Karte gegeben und ich glaube, das ist unsere Lösung bei dem Ganzen. Ja, da. Aber ich finde das schon mal ziemlich geil gemacht. Also das Aussehen sieht jetzt schon total toll aus. So. Och, nö, komm schon. Der ärgert uns ja auch nur, ne? Kommt der Kleine da durch? Gott, ist das ein Monsterhund. Hilfe, Verwalter.
Ja, sehr schön. Wir haben die erste Etappe für heute geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Eindruck in unser neues Spiel, was wir demnächst immer spielen werden. Wird dienstags und donnerstags laufen für Never Alone. Und ich hoffe, ihr guckt das auch so gerne wie Never Alone und habt genauso viel Spaß, mir zuzusehen, wie ich Spaß jetzt schon mittlerweile am Spiel gefunden habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommi, würde ich mich auch drüber freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß weiterhin. Macht's gut!